Es ist so ein Gefühl, das mich plagt und mir sagt, die Person, die ich in mir trag, ist nicht immer da, ist nicht immer startklar, wenn ich nach ihr frag, sondern ausgetauscht, und das scheint mir sonderbar. Klar. Ja, dann suche ich innerlich, was ich in mir verinnerlicht, und dann erinnere ich mich, ich bin nicht immer ich. Ich hab kein Schimmer. Nicht? Nein, ich bin allein und doch irgendwie zu zweit in meinem Zimmer. Immer? Immer auf keinen, aber ab und an. Wann? Wenn sich eine der Personen gerade nicht zeigen kann. Ach dann. Da bin ich Dr. Jekyll oder eben Mr. Hyde. Ganz egal, denn das wechselt ja von Zeit zu Zeit. Krass. Das ist gar nicht krass, ich würde dir sagen lästig. Echt? Denn wenn die beiden sich streiten, dann wird's heftig. Es fliegen Fetzen von Sätzen und ich schätze, das ist der Grund, warum ich mich selbst verletze. Ich und er. Er und ich, wer, er oder ich, wer bin ich eigentlich, du bist er, und wer bin dann ich, das musst du ihn fragen, denn ich weiß es nicht, ich bin es, wer, ich oder du, die fremdgesteuerte Natur oder die andere Figur, die sich in mir vereint, nein, wir sind eins, meint mein zweites stimmgewaltiges Sein, das tief in mir schreit, lass mich öfter hervor, er denkt, er wäre der Tresor, der die Weisheit emporbringt, so wie ein Meteor. Doch ich weiß, dass es nicht so ist. Sicherlich. Er spricht alles dagegen, nur die verfluchte Stimme nicht. Nein, ich weiß, was ich sage. Weißt du nicht, denn du bist meine Plage. Ich werd verrückt, vergesse sogar schon meinen Namen. Doch ich bekomme sie nicht raus aus meinem Kopf. Niemals. Denn sobald ich erwache, ist der Wahn schon wieder da. Falsch, ich bin ein Retter. Wohl eher mein Verstecker, der mich langsam an den Punkt kommen lässt. Der Tod wär besser, denn ich hab Körper und Geist einfach nicht mehr im Griff. Immer wieder diese Stimme, die am Kichern ist. Bald haben wir ihn so weit. Befehle kamen mit der Zeit, denn die eine Stimme in mir hat noch andere befreit. Und sie reden über mich. Er ist so fürchterlich, untauglich und tatterig. Ich wär so unmenschlich, langsam paranoid. Geprägt von Halluzinationen fühle ich mich so wie Junks auf den härtesten Drogen. In mir hat sich bis jetzt fast alles verschoben und in die tiefen Abgründe meiner Seele gezogen. Ich und er, er und ich, wer, er oder ich, wer bin ich eigentlich, du bist er, und wer bin dann ich, das musst du ihn fragen, denn ich weiß es nicht. Ich und er, er und ich, wer, er oder ich, wer bin ich eigentlich, du bist er, und wer bin dann ich, das musst du ihn fragen, denn ich weiß es nicht. Was man nicht wissen kann und von außen auch nicht sieht. Bin als Jekyll ein Genie, doch als Zeit nur primitiv. Das ist nun mal die Folge dieser Schizophrenie. Und sie lässt sich nicht entfernen. Nicht mal operativ. So sieht mein Leben eben aus. Es ist zurzeit nicht leicht, manchmal wollen beide raus. Und das zur gleichen Zeit. Dann kehrt Chaos in mir ein, dafür bin ich nicht bereit. Mein Geist ist überfordert und letztendlich zweigeteilt. Ich verbring verpeilte Stunden, um die Ursache zu finden. Zwei Identitäten aufeinander zu bringen. Aber was ich auch tue, es will mir einfach nicht gelingen. Zu viel Zeit differenz, um mich selber zu bezwingen. Also lebe ich damit und werd's mir unbeteiligt angucken. Zweite Person. Schizophren gehört zu Randgruppen. Passanten auf der Straße, die mich angewidert anspucken. Gespaltene Personen benutzen mich wie Handpuppen.